und ich habe auch nicht mehr wirklich viel Toastbrot. Ich habe halt anderthalb verbraucht. Für komplette Familie. Uff. Mhm. Ja, für jeden halt, wie habe ich denn für jeden gemacht? 3 bis 4 so. Weil war jetzt halt unser Mittagessen da. Mal was anderes. Ja, da geht man schnell durch. Yep. Und du brauchst ja halt für eins. Für eins Sandwich halt 2 Scheiben. Also ja, das ist schon schnell weg. Wo ist jetzt schon wieder dieses Seil? Verdammte Scheiße, ist das immer verwirrend hier. Ach, hier schon wieder. Ist der andere Baumstamm weg, cool. Ich rot jetzt hier alles ab. Ich habe die Schnauze voll. Mach das, Flo. Jetzt habe ich euch. Ich sehe gerade nicht durch, wo mein Scheiß ist. Sichtlich hier. Au, warum, Mann? Scheiße hier. Aua, war... Scheiß Vieh, du! Ich treff dich und warum stirbst du nicht? Meine Güte! Diese Stelle ist hier richtig zum Kotzen. Du wirst hier nur angegriffen. Gibt's ja nicht. Schlimm hier.
Heute 12 Grad, langsam beginnt die Magie meines Jobs. Was ist die Magie deines Jobs? Dann. In kurzer Hose denn besser furzen, oder was ist da, was ist deine Magie jetzt? Erzähl mal, Flo. Schönes Wetter, gute Luft und ja, kurze Hosen. Aber du arbeitest nachts, was ist denn daran? Was, da ist doch scheißegal. Also würdest du sagen, dass die Luft jetzt eklig ist? Erst eklig, wenn du kurze Hosen trägst und dann rumfurzt. Ja? Lange Hose dämpft es ja noch ab. Mann, Flo, ey, du bist ja widerlich. Geht ja gar nicht. Twitch hat es heute. Ja, ich merke schon. Twitch mag euch heute nicht so. Was mit diesem Disconnected vom Chat, das kenne ich aber auch sehr gut. Gute Nacht, Try. Dann müsst ihr ins Bett gehen, die müde sind. Ah, die meisten fliegen da runter. Das ist ja richtig scheiße. Das ist doof. Ich könnte mir vielleicht mal hier so eine kleine Mauer machen. Muss ja nicht immer rüberfliegen. Gute Nacht, Jost.
Weil jetzt habe ich ja jetzt das Problem, jetzt muss ich immer hier runterkraxeln. Vielleicht hilft das hier auch mal. Geh mir doch nicht auf die Eier. Warum willst du das jetzt kaputt machen? Mein Gott. Das ist ja euer Problem. Geht das jetzt nicht? Das wird jetzt wahrscheinlich immer durchglitschen, oder? I don't know. Komische Geräusche. Ja. Geh mir nicht auf die Eier, meine Fresse, du Bastard. Ja, du Kotstulle. Dann sich noch verpissen, ey. Unfassbar. Dein Scheiß Ernst? Boy. Dankeschön. Dafür esse ich jetzt deine Beine. Gute Nacht, Biene. Erhol dich gut. Ja, ich mache aber auch nicht mehr so lang. Ich bin auch ein bisschen platt. Aber ich will wenigstens noch ein bisschen meinen Baumlager vollkriegen. Habe ich das fürs nächste Mal schon. Ja, ist auch spät. Kann sein, dass ich nochmal in den Wald muss, weil das nicht reicht, Lager zu füllen. Aber dann sind wir fürs nächste Mal schon vorbereitet. Ist nur halt so blöd, dass ich jetzt hier runterlatschen muss. Ich hoffe, dass das jetzt hier was bringt. Ich bezweifle es aber. Ja. Leben ist allgemein im Moment anstrengend. Macht müde. Rollt wieder runter. Gute Nacht, Brownie.
Immer ans U denken. So, dann gucken wir mal. Da liegen auch Baumstämme rum. Warum liegen da Baumstämme rum? Cool, dass ich durchgeglitscht bin. Warum liegen da zwei Baumstämme? Denk an die liegenden Striche. Oi? Hat er jetzt den Baumstein? Du blöder Kackkopf, Alter. Ich wollte die Tür zumachen. Und der macht... Ist nicht sein Ernst. Schön. Also sind Flo denn endlich los? Ich glaube, ich muss noch mal in den Wald. Ich sehe das schon. Ich muss da oben auch noch voll machen. Naja. Ja, raus in die frische Luft. Widerwärtig, Alter. Richtig eklig, Flo. Ja, finde ich auch nicht gut, dass du es unterstützt, Flo. Das, was andere auch einatmen. Eklig. Wer sagt, dass ich atme? Deine Pollenallergie. Get wrecked. Verdammt, sie weiß so viel. Ja. Im nächsten Leben Allergien geheim halten. Check. Im nächsten Leben bist du einfach so eine Polle. Fliegst umher. Bestäubst andere Bäume. Das wäre schon hart, ne? Das, was dir im Leben am meisten so abgefuckt hat, wirst du dann wiedergeboren. Das ist ja schon mies.
Er hat sich viel schlechtes Karma gesammelt. Ja. Ja, ich werde nochmal in den Wald müssen. Aber ich mache erstmal hier Sleepy Sleep. Warte mal. Wir haben 100 Tage, Leute. 100 Tage haben wir geschafft. Wir sind Survival-Profi. Aber nicht auf Hardcore, nee. Da müssen die noch einiges verbessern. Wenn es schon auf leicht und normal extrem einfach ist, was Gegner auch angeht. Das müssen die noch fixen. Ist nicht sehr gut ausbalanciert, leider. Noch nicht. Will es einfach mehr Tage auf dem Taco hat als ich. Das kann ich hier sogar abstellen. Geil. Wusste ich gar nicht. Sehr widerwärtig. Jetzt stinkt meine Tasche nach Katzenfutter. Das ist Katzenfutter aus der Dose. Können wir auch essen. Schon hart widerlich. Aber wenn man überleben will, isst man vielleicht alles, ne? Ich meine, wir essen auch Arme und Beine hier, also. Da liegt noch ein Bein. Das sieht aber vergammelt aus. Nee, das nehme ich nicht. Ich glaube, dann ist Katzenfutter das geringste Problem, ja. Mal austesten, fliegt es jetzt auch drüber oder bleibt es jetzt da hängen? Flieg ich drüber? Okay. Weiß ich nicht, muss ich erstmal testen mit mehreren Stimmen. Das ist mal keine Arme- oder Beinefutter, das ist eine Anomalie in der Matrix. Hä? Was soll das heißen? Ist auch normale Dinge, ja. Hat man diese Katzensticks probiert, hat man eine Stunde gereiert. Ja. Ich habe mal so ein... So eine Hunde... Snack probiert. Nicht diese Kaustangen. War auch nicht so geil. Weil ich einfach mal wissen will, wie das so ist, aber. Aber Hundefutter selbst. Ah. Ich meine, es gibt Hundefutter mit Herz, also richtige Herze drin. Also Geflügelherzen und so. Nee. Bleh. Aber die beiden, die lieben das. Die Flügelherzen. Da siehst du richtig so diese kleinen Mini-Herzen da drin. Schon krass. Ich meine, ich habe schon mal Herz gegessen. Na, ganz. Ja, nee. Also von der Gans habe ich, glaube ich, allgemein viele Innereien gegessen. Den Magen, die Nieren
Oder was? Oder Leber war das, glaube ich, ja. Ja. Aber Herzessen ist richtig eklig. So dieses, also so gummiartig und so. Bläh, bläh, bläh. Nee, ist aber auch nicht so meins. Außer Leber, ja. Leber mag ich. Leber ekelhaft. Oder muss ich meine Mutter fragen? Ich habe heute noch kein Herz gegessen. Ist doch nicht so empfehlenswert. Ich habe es einfach mal probiert, aber... M-m. Echt schon so weit in den Wald rein, ja. Muss ich. Ich will jetzt nicht gestört werden. Ich muss nur noch mein Lager auffüllen. Wenn die mich jetzt nerven, ist scheiße. Seh dich doch, du Blöde. Ich weiß ganz genau, was du davor hast. Was ist denn mit dir, Furie? Fast and the Furious. Ja, die fallen trotzdem aber darunter. Gut, das kann ich dann einfach knicken. Ah, scheiße. Ich sag ja, ich habe irgendwas für den Namen. Keine Ahnung. Modilismus, Holzrand schaffen. Ja. Ätzend. Heute läuft's. Siehst du. Dummes Stück Scheiße. Anstrengend mit euch, ey. Das ist ganz schlimm. Komm mal einen Baum runter. Baumstamm, ich sag mal. Sag immer Baum, ich weiß auch nicht. Der Kopf ist weit gerollt. Das war auch viel Hass. Da hat viel Hass mit drin gesteckt. Ey, die sind im Moment echt penetrant, was das angeht, ne?
Danke. Die sind aber heute auch nervig. Ja, richtig nervig. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube, das gefällt dir nicht, dass ich hier gerade meine Mauern und so alles weiter ausbaue. Das ist mit der Waffe aber auch echt zum Kotzen. Kikiriki, Kikiriki. Geh verrecken. Das ist jetzt aber kacke. Dass ich jetzt immer hier hochlatschen springen muss. Baumstämme erstmal hier oben rüberbringen, weil die wollen sie ja immer am meisten klauen hier. Alles klar, Flo, dann habt eine ruhige Schicht. Pass auf Birkenolga auf, die ist sehr kuschelbedürftig. Einfach nicht. Die gibt's denn von euch? Ey, das ist so unfassbar. Was ist mit dir schon wieder? Ja, kannst dich gleich dazu gesellen. Birkenäuger bis Smush, Smush. Hey, sind ja schon wieder alles voll. Was ist denn los hier? Halt dein Maul! Das ist ja unfassbar. Ich habe keinen Bock mehr. Wie stressig sind die? Ich hol mir jetzt auch die und dann habe ich die Schnauze voll, Leute. Wer ist denn in Birkenolga? Das ist die, die immer einen Baumstamm klaut. Die legt sich dann den Stamm ins Bett und kuschelt den wie so ein Daki-Makura. Dann heult sie immer rum, weil sie Splitter überall drin hat. Was cool wäre, wenn ich auch noch so eine Brücke hier rüber mache. Bis rüber hin. Alter, das wäre cool. Oh no. Oh no, 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 no. Ja doch, warum nicht? So eine schöne Hängebrücke bis rüber. Da sehe ich mich.
komplett den Weg hier. Guckt euch mal an, wie lang diese Strecke jetzt ist. Wie viel Holz ich dafür brauchen werde. Bis hier rüber. Und es würde auch fast perfekt zu meinem Hauptturm passen, von der Strecke her. Ah, oh, wäre das cool. 3 Wälder Maximum. Ja. Maybe. Da sehe ich mich jetzt. Mal gucken. Aber wisst ihr, was nie fertig werden wird? Die dritte Etage. Weil ich immer was anderes anfange, aber ja. Schritt für Schritt. Ja. Welche dritte Etage? Ja. Wie ich da anfange. Okay. Kelvin, was machst du hier oben? Ist die Luft hier schön? Ich meine, ja, hier hat man eine schöne Aussicht. Hier kann man auch sich sonnen. Also wenn man sich hier hinlegt, kann man sich voll geil sonnen. Hat man schon einen coolen Ausblick. Nicht? Spacko. Sonn dich mal ein bisschen, mein Freund. Du kannst auch die Stimme reinwerfen in die Behältnisse, das geht auch. Das hatte ich vorhin Tatsache sogar gemacht, aber ich drücke trotzdem immer C, ich weiß nicht warum. Ja, gut. Da muss ich nicht immer so drumherum gehen, ne? Ja. Das stimmt. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Schon da Besuch. Das ist aber heute echt schlimm, was es mit den Gegnern angeht. Kelvin, musst du jetzt vor der Tür hier... Hey. Oh mein Gott. Ach, Kelvin. Noch 2, dann können wir oben voll machen. Wer ist denn da überhaupt? Ach, guck mal da. Der Große. Na, ist ja Spaß. Ja, ja. Dann mach mal. Hey, vielleicht kriege ich doch die Behälter noch voll.
Gleich geschafft. Kelvin sonnt sich erstmal. Dass nur 6 Stämme reinpassen. Im ersten Teil waren es noch 12. Ja, ist ein bisschen. Vielleicht patchen das noch nach oder so, ich weiß nicht. Weil das nimmt schon ziemlich viel Platz weg. Ich frage mich, wo Kelvin die ganzen Stöcke herbekommt. Ich meine, er läuft ja hier nur in unserer Basis herum. Das hier, das wird Virginias Haus. Ich mach's noch ein bisschen breiter. Hier fange ich Virginias Haus an, dass sie auch eine kleine Hütte hat. Und da drüben mache ich dann Kelvins Haus. Sag mal, aber ich mobbe ihn. Ich mache ihm ein eigenes Haus. Der kriegt seine eigene Bude. Der wird zwar nie da reingehen, aber... Ja, nice. Haben wir voll gekriegt. Da sind sogar noch 2 Stämme übrig. Die kann ich dann am Hausrahmen pappen. Sehr gut. Hier auch noch machen. Ich glaube, da mache ich noch ein Stückchen. So eine kleine Blockhütte wäre eigentlich auch cool, so hier irgendwo zu stehen. Es könnte doch Kelvins Häuschen werden. Eine kleine Blockhütte. Aber gucken wir mal dann. Was ich noch mache, schnell. Das war viel geschafft heute. Ja, es geht so. Ja, nee, ist klar. Hat er nicht gerade 4 Stöcke hingeworfen? Kelvin? Kelvin? Wie ist Kelvin jetzt rausgekommen?
Und warum schmeißt er mir die Stöcke hier vor den... Toll, nein, das wollte ich nicht. Halt, stopp. Wie falle ich runter? Fuck. Das ist so kacke an der Tür. Ich muss das bald mal abmachen. Hui, jetzt bin ich ja hier. Ja, cool. Kann ich mir noch einen Arm oder so mitnehmen? Wenn ich schon hier bin. Ghetto. Wird Zeit, ja, ich merk schon. Aber es ist halt genau die Stelle, wo ich halt in der Mitte dann alles reinbekomme. Leider muss es noch eine Weile bleiben. Ach ja. Stimmt, noch schnell die Sachen aufhängen. Wie kommst du denn hier rein, du Kleiner? Ach ja, gut, die Tür war offen. So, jetzt die Tür, da ist noch einer. Okay, da ist nicht nur einer. Halt, stopp! Gollums will ich nicht in meiner Bude haben. Hallo. Ah, hast dich selber aufs Gespieß. Spacko. Spieß auch nochmal. Meine Güte. Na, habe ich schon wieder mein Lagerfeuer nicht mehr. Was ist denn da los? Ich finde mal lustig, dass die Steine dann auch komplett verschwinden. Ja, cool. Das war jetzt auch der Plan. Ja, nice. schön. Also mal schön ins Feuer latschen. War die andere Leiche? Da. König Gollum, komm mal mit. Kann ich deinen Arm bitte haben? Danke. Wow, Chloe. Badumts. Wow. Chloe, Alter.
What the fuck? Geh schlafen! Nee. Doch! Platz, 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 Platz. Ja. Damit ich mal die Schädel hier hinpacke. Weil die muss ich ja halt auch immer sammeln. Kronleuchter und so. So, eigentlich wollte ich ja da oben das Steinlager noch fertig machen und dann gehen. Kelvin, kommst du noch rein? Kelvin? Kelvin? Ja, cool. Kelvin? Ist er jetzt schon wieder? Warum ist der denn jetzt rausgegangen? Kelvin. Kelvin, warum Nein, du sollst ihn nicht hier hinschmeißen. Was ist denn mit dir? Fertig. Ich glaube, ich muss hier überall Holzboden machen, da diese ganzen Steine und so, das nervt mich ein bisschen. Kelvin, kommst du jetzt her oder nicht? Meine Fresse. Warte jetzt noch, bis er hier reinkommt. Ich weiß nicht mal, wie er rausgekommen ist. Er kommt zurück. Ja. Super. Was? Nee. Was ist jetzt Hausverbot? Da sind wir da draußen. Also hier darf er sein, aber draußen ist Hausverbot. Da darf er nicht mehr. Das ist jetzt... Das toleriere ich jetzt nicht mehr. So. Können wir jetzt Haya-Bubu machen.